Hallo und guten Tag. Hier ist wieder Tanja Langer aus ihrem Arbeitszimmer mit dem kleinen Corona-Programm Zuflucht im Schönen. Bei meinem Feedback zu den ersten zwei Sendungen wurde moniert, dass die Brille etwas spiegelt, also dass man mich nicht richtig sehen kann. Das ist eine interessante Sache, denn wenn ich meine Brille abnehme, sehe ich mich selber etwas unscharf und fühle mich gleichzeitig sehr nackt und habe das Gefühl, dass ich auch niemanden direkt anspreche. Wenn ich sie aufsetze, habe ich das Gefühl, jemanden anzugucken und anzusprechen. Ihr seid ja in gewisser Weise meine imaginären Leser und ich weiß auch noch nicht genau, wo man die Augen hin tut, damit man das sehr merkt, dass ich euch anspreche. Ich muss also noch ein bisschen üben. Wolfgang Iser hat den Begriff des imaginären Lesers geprägt, der imaginären Leserin. Das heißt, dass man davon ausgeht, dass jede Schriftstellerin, jeder Schriftsteller sich in seiner Vorstellung an eine solche Person wendet, für die er oder sie schreibt. Diese Person lässt sich auch aus dem Kontext eines Romans oder einer Erzählung durchaus konstruieren oder rekonstruieren. Das ist die Aufgabe der Literaturwissenschaftler, nicht unbedingt die der Schreibenden. Wenn ich selbst schreibe, dann gibt es immer zwei Prozesse. Das eine ist die Frage, wie erzähle ich mir selbst eine Geschichte? Und zum anderen denke ich die Person, die zum ersten Mal diese Geschichte lesen wird, nach einer Weile mit. Um nochmal Margaret Atwood zu zitieren, sie erzählte, dass sie die ersten 60 bis 80 Seiten eines Romans oft mit der Hand schreibt und sich danach an den Rechner setzt. Witzigerweise kann ich das bestätigen. Es gibt immer einen frühen Impuls. Da geht es los mit der Hand, mit dem Schreiben, sehr flüssig, sehr direkt. Und danach beginnt eigentlich das, was man als Nachdenken bezeichnen könnte. Ich habe ja in meiner allerersten Ankündigung dieses Programms darüber gesprochen, dass ich auch von Dingen berichten werde, die ich gelesen oder gesehen habe. Ich habe zum Thema des Schönen und dass man sich am Schönen festhält, auch noch einige Themen, die ich im Laufe der Woche ansprechen möchte. Ich habe hier mal eine Postkarte, die mir meine Tante geschickt hat. Das sind Seerosen von Claude Monet. Und da sie dieses Bild sehr liebt, hat sie etwas gemacht. Sie hat mit einem Stift eine Art Oberfläche hergestellt, die das Bild plastischer wirken lässt, mit einem Stift, der wie Wachs funktioniert. So hat sie sich etwas geschaffen, was sie besonders schön findet. Es gibt eine andere Sache, wenn man mit einem Thema beschäftigt, so wie ich, wenn ich euch hier etwas erzähle und gleichzeitig eine Geschichte schreiben muss oder schreiben möchte, die sich mit etwas anderem beschäftigt, durchdringen sich diese Felder oft auf eine überraschende Weise. Ich hatte ja gesagt, dass ich über die Graphic Novel über Hannah Arendt gerne etwas erzählen möchte. Um sich aber daran zu robben, habe ich mir nochmal mein ganz altes Buch von Hannah Arendt herausgeholt, das sie geschrieben hat 1933 über die Schriftstellerin, Briefeschreiberin, Tagebuchschreiberin und vor allem große Saloniere Rahel van Hagen. Rahel van Hagen hat um 1800 nicht nur einen Salon in Berlin geführt, in dem die intellektuellen Schriftsteller, Künstler und so weiter ein- und ausgingen, sondern sie war jemand, die sich auch immer wieder in die Liebe geschmissen hat. Hannah Arendt hat ein sehr eigenwilliges Buch darüber geschrieben, in einer sehr speziellen Situation. Ich komme darauf zurück. Und sie beleuchtet in diesem wirklich fantastisch geschriebenen Buch das Verhältnis von Wirklichkeit und Schönheit auf eine sehr ungewöhnliche Weise, wie ich finde. Sie geht davon aus, dass das Schöne etwas so Eigenes ist, dass es eigentlich getrennt ist von der Wirklichkeit. Und dass, wenn ein Mensch sich in einen anderen verliebt, aufgrund dessen Schönheit, diese Art Liebe eigentlich keine Realität hat. Sie unterstellt ohnehin den Romantikern, der Romantikerin, zu denen sie auch Hannah Arendt zählt, dass sie mehr den Gedanken der Liebe geliebt haben als das Objekt ihrer Liebe. Darüber wird noch nachzudenken sein. Aber zum Thema Schönheit habe ich einen wirklich sehr schönen Satz gefunden, den Hannah Arendt hier schreibt. Vielleicht ist das Glück dessen, der sich dem schönen Menschen verschreibt, ohne alle Prätensionen,
Das menschlichste Glück, verwandt dem Glück von Sonne, Wärme und Erde, dem Glück aller Kreatur. Ich glaube, dass das ein schöner Gedanke ist, über den man sehr lange philosophieren kann, aber den man sich zunächst einmal zu Herzen nehmen kann. Tatsächlich lieben wir eine kreatürliche Schönheit, oft ohne zu wissen, warum. Das Licht an einem Tag, der sehr schön ist, obwohl wir wissen, dass viele Dinge gar nicht schön sind. Über diese Zerrissenheit werde ich auch weiter nachdenken. Und bis dahin wünsche ich euch einen guten Abend. Bis dann. Tschüss.